fit werden, sich gesund laufen oder das große Ziel erreichen, einen Halbmarathon zu schaffen. Knapp 150 Menschen sind mit diesen Wünschen in die Hospitalkirche in Hall gekommen. Dort hat Wolfgang Grandchamp Lauf geht's vorgestellt. Ein bewährtes Konzept, mit dem viele Menschen ihre Ziele erreichen. Die meisten wollen zu schnell, zu viel. Und das geht meistens in die Hose. Man läuft ohne Sinn und Verstand, ohne Plan. Ich selber habe auch so angefangen. Und dann verletzt man sich meistens so in der fünften Trainingswoche. Und das ist schlecht. Wir haben ein Programm, das das verhindert. In knapp 1,5 Stunden hat Grandchamp die Trainingsmethoden und den Ernährungsplan vorgestellt und einen kleinen Ausblick auf die professionelle Betreuung gegeben. In einem guten halben Jahr werden die meisten der Teilnehmer von Lauf geht's einen Halbmarathon schaffen. Viele beim Alleinlaufen verlieren nach kurzer Zeit die Lust, weil man muss schon sehr diszipliniert dranbleiben. Die Gruppe motiviert einen, dran zu bleiben. Und die Trainer zeigen einem auch kleine Fehler in der Lauftechnik auf. Und wenn man diese Fehler vermeidet, dann läuft man einfacher und besser. Allein zu laufen ist immer schwer, sich zu motivieren. Und ich habe mich einfach dazu gezwungen, ich habe mich angemeldet, weil wenn man in der Gruppe läuft, Gruppe auf dich wartet. Also ich bin selber schon 10 Kilometer Läufe gelaufen und auch Halbmarathon und habe jetzt aber die letzten 2 Jahre ja, so gut wie gar nichts mehr gemacht, so ab und zu mal laufen und jetzt spannt mich das an, so die Gruppe, so überhaupt die Veranstaltung spricht mich an. Das bedeutet in einer gewissen Weise auch eine Lebensänderung, ja. Denn sich regelmäßig Zeit zu nehmen und auf sich zu hören und A, die Ernährung, B, die Bewegung und dabei passiert auch was im Kopf, wenn man unterwegs ist. Das ist für mich eine ideale Kombination.